Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. So, jetzt habe ich auch mal im Verhältnis zu den letzten Tagen geschlafen. Hier war mal mein Aussichtspunkt, weil ich mir was angeguckt. So, wir sind da ganz oben dran und das ist jetzt auch schon in den letzten Zügen im Endeffekt. Wir müssen das nur noch kopieren. Warte, Idiot. Ich war ja eigentlich auch hier unten, um mir die Blueprint zu besorgen. Aber Intro und dann geht's los. Der kleine Reichsschrein zufolge. So. Dann wieder ab nach oben. Nehmen wir den Weg. Tadam. Tadam, tadam, tadam. Hier fehlt auch noch ein Holzblock. Hier auch. Ja, die kommen denn da gegenüber halt genauso hin. Hier müssen wir auch noch einen hinsetzen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So. Okidoki. Okay, dann fangen wir mal an, am besten mit der hier vorne, ne? Mit der großen. Können wir das ganze Ding das machen? Wäre natürlich ganz praktisch. Wir haben alles drauf, ne? Okay. Ne, wollen wir nicht. Ist ja quasi einfach nur seitenverkehrt. Wie das kommt hin. Ja, passt doch perfekt. Müssen wir halt nur hier. So. Man zieht da alles direkt hoch. Ja. Halligalli, ganz schnell. Die Seite. Ach ja, weil wir es da nicht gemacht haben, ne? Machen wir den so hier. Platten. Nein, ich habe die Platten unten liegen lassen. Ich habe aber welche produziert, keine Angst. So ist es ja nicht. Wie die Ecke haben wir auch weggelassen. Mal die da drüben noch schnell hinziehen. So. Die Hälfte vergessen, sage ich euch. Okay, ja, wir brauchen die Platten, sonst geht's ja nicht. Heißt mal hier ab nach unten. Falsches unten. Bisschen abkürzen, so. Alles ganz schön verwinkelt. Falsche Taste. Wo sind die denn alle hin?
Ich bin ein Idiot, da sind sie doch. An erster Stelle. Ich habe die doch mitgenommen gehabt. Geht's ja, aber komm, zügig. Ich weiß ja, ihr habt auch genug gesehen. Wir haben jetzt auch lang genug hier dran gebastelt, sodass ich sagen kann, es reicht. Erstmal langsam. Wir wollen auch mal wieder was anderes sehen. Sehe ich genauso, keine Angst. Oh, alle. Hier fehlt was. Die 2. 2? 2. Erstmal hier runter. Das haben wir, das haben wir. Hoffentlich hat er alle gemacht. Ich weiß es nicht. Okay, das ist fertig komplett. Dafür nur ein paar Platten. Da fehlt der Zaun. Jetzt gucken wir mal hier hoch wegen dem Fenster. Alle drin, da fehlt nur ein roter Stein. Und damit steht das ganze Ding schon. Schneller kann man es nicht machen. Ungelogen. Alles sein, alles da, wie es sein soll. Sehr, sehr schön. Also komm, wir machen hier mal noch den Weg rein. Und reißen das ganze Ding ab. Kann auch direkt schon in die Tonne. Meine Pupunzer, guck mal hier, das ist ja auch cool. Multibiom Base. Der sieht aber auch schick aus. Der ist auch wieder aktuell. Ach so, das sind ja meine. Bin ich ein Trottel? Oder? Ne, sind nicht meine. Das Gebäude haben wir auch. Das wurde hier nur ein bisschen verändert. Jetzt mit Weiß und so. Quasi neu aufgelegt. Okay, ich habe hier so viel Schrott drin, ne? Du kannst auf jeden Fall mal weg. Die anderen kann man ja fast noch gebrauchen, ne? Hier, da ist die 44. Okay. So. Fehlt im Endeffekt nur noch oben der Kranz. Aus Stein. So passt das schon. Ist halt ein bisschen oval. Nicht ganz rund, ist aber auch okay. Macht nur leider die Arbeit, die jetzt gleich hier oben drauf entsteht, ein bisschen schwerer.
So. Denn es soll zu guter Letzt eine Glaskuppel hier hochkommen. Dafür habe ich alles schon dabei. Jede Menge Glas und Holz. Für die Umrandung. Dann müssen wir ja hier bei den Ecken anfangen. Boah, eine Rundung hinkriegen wird echt schwierig. Wo ich jetzt fast mal sagen würde. Ich mach den mal so hier. Setzen wir den mal einen nach innen. Okay. Zwei. Guck mal, hier mache ich auch mal den. Die wird jetzt echt kompliziert. Glaskuppeln finde ich persönlich echt schwierig. Also so Rundungen, vor allen Dingen so jetzt. Ja, 1, 2, 3. Eine schöne Rundung hinkriegen. Der 2, 2, einzeln 2, aber nach hier. Ist das halbwegs rund? Ja. Dieses. Ja, hier ist das Ganze jetzt ein bisschen eingefallener. So. Ja, erstmal konstruieren, ne? Oh, was war das? Habt ihr das gesehen? Einmal so ein Flackern. Ah, hier, Schnee. Komm, ich will den rausholen. So. Ja, sieht nicht so rund aus, wie ich das haben wollte. Dazu ist es zu spitz. Ich muss halt hier vorne anfangen, dass es rund wird. Weg damit. Die Mitte ergibt sich von alleine. Ich will ja hier noch eine kleine Erweiterung schaffen.
Ne, so ist richtig. Zack. Machen wir mal so. Es sieht wenigstens halbwegs rund aus. Versuchen wir doch uns lieber mal ein bisschen daran zu orientieren. Weiß sie einen nach hinten, so. Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach nur größer werden. Baurundungen sind echt schwierig, ne? Ich gehe doch einen raus. So. Ich glaube, wir müssen eher so arbeiten. Gleich frieren wir eh wieder. Ich sehe das schon. Ich hab's im Blick, Jungs. Ich hab's im Blick. Ja, ist auf jeden Fall besser als das, was wir vorher hatten. Auf jeden Fall runder. Auch das passt. So. Wir müssen uns kurz mal akklimatisieren. Was sagt denn die Uhr? Ja, ist eh gleich vorbei. Ja, ist auf jeden Fall besser als eben. Oder? Was meint ihr? Ich finde schon. Ich finde schon. Passt ein bisschen besser. Hier natürlich auch noch. So. 1, 2, 3. Jetzt müssen wir erstmal hier die Seite noch nehmen. Soll ja kurvig sein. Zack. Ist nee, hier ein, genau. Hier ein. So. Das passt. Hey, dann machen wir jetzt hier kleinen Cut. Wir müssen einfach gucken, wie wir das gleich hier weiter umsetzen. Vielleicht spiele ich jetzt noch ein bisschen da dran rum, ein bisschen
bis ich die perfekte Kurve habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, wenn wir hier dieses Glas reinziehen. Deswegen ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.